So, hallo und herzlich willkommen an die Jungs und Mädels da draußen. Wir sind zurück mit Cheesefest Episode 4 mittlerweile, Part 2 dieses wirklich epic Videos, was ich für euch gefunden habe im Internet. Und für alle, die Part 1 gesehen haben, die können mir, glaube ich, nur zustimmen, wenn ich sage, wir hatten alles, was das StarCraft 2 Herz begehrt. Also, wir hatten Special Tactics Galore, die Big Bad Blaze hier auf Disruption gefeuert hat. Wir hatten Cheese after Cheese after Cheese. Es fing alles an, ich möchte vielleicht nicht spoilern, an alle Leute, die Teil 1 noch nicht gesehen haben, die haben jetzt 2 Sekunden Zeit, um diesen Part dann zu stoppen und zu Part 1 zu wechseln. 1, 2, okay, das dürfte ausreichen. Also, wir hatten Cheese after Cheese after Cheese. Es hat angefangen damit, dass Big Bad Blaze hier 2 Proxy Gates gesetzt hat und Disruption damit attackiert hat. Das ist, naja, hat am Anfang ganz gut ausgesehen, ist dann aber im Endeffekt gescheitert. Dann dachte sich Big Bad Blaze, okay, alles klar, dieser offensive Angriff, der ist gescheitert, also baue ich erstmal was zur Protection, und hat sich dann dafür entschieden für Special Tactics Nummer 2. Und zwar war Special Tactics Nummer 2 einfach mal 7 Fotocannons in seinen Eingang zu positionieren. Er hat sich wohl gedacht, okay, Disruption mit seinen 4 Warp Gates zu der Zeit wird vielleicht den 4-Gate Push machen. Dazu ist es aber nie gekommen, aber okay. Dann gab es die Transition zu Dark Templern. Hier ist der dunkle Schrein. Die Dark Templer haben wirklich Chaos, aber wirklich Chaos angerichtet in der Base von Disruption. Aber auch diesen Angriff konnte er irgendwie abwehren mit dieser einen Hero Cannon hier, ja. Die hat alles gesehen, irgendwann. Und dann dachte sich Big Bad Blaze, okay, dreimal Special Tactics, dreimal versagt, also was könnte ich jetzt machen? Und er hat sich dann dafür entschieden, dass es eine gute Idee wäre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Warp-Tore extra zu bauen. Und ihr müsst dazu wissen, zu dem Zeitpunkt hatte er nur eine Base als Mining Base, also hatten wir dann insgesamt, ja, 9 Warp-Tore mit einer Mining Base. Und okay, aber mittlerweile hat sich das Spiel ein wenig neutralisiert. Big Bad Blaze hat sein erstes Natural hier genommen, ist auch mittlerweile up and running, sehr gut saturated, hat hier oben jetzt auch noch einen Spot gefunden, um eine weitere Base zu bauen. Die ist mittlerweile auch fertig, weil Disruption hat mittlerweile auch, oder ist momentan auch on 3 Base, also denkt sich Big Bad Blaze, okay, wenn schon mittlerweile alles nicht so hingehauen hat, wie ich es dachte, da möchte ich economy-mäßig nicht allzu sehr behind sein, also ist hier die dritte Base. Aber hier haben wir eine Drohne von Disruption, die sich hier mal zu Herzen genommen hat, alles mal zu scouten, und hat tatsächlich gesehen, aha, hier ist eine Base up and running. Okay, Moment, up and running wahrscheinlich noch nicht so, ne. Also ich glaube, running ist hier ein bisschen übertrieben, weil Big Bad Blaze hat sich dazu entschieden, hier mit einer Drohne zu mineralen. Hat auch anscheinend nicht nötig, weitere Minerals zu machen. Hier haben wir ein bisschen Movement auf der Seite von Disruption, der sich auf dem Weg zur Center Map macht und diesen Pylon hier von Big Bad Blaze sieht. Der Pylon wird, ich glaube, in 2, 3, 1, da ist er, wird weg sein. Und Big Bad Blaze, was hat er noch im Petto? Glaubt mir, wenn ich sage, ihr habt noch nichts gesehen. Es wird noch kurioser. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einen Pylonen, der genau outside der Base ist von Disruption. Wir schauen uns das mal aus der Sicht von Disruption an. Der hat davon noch keine Ahnung. Und ja, eure Krieger bekämpfen den Gegner, ja. Das war wahrscheinlich nur eine Drone, die sich hier den Weg gemacht hat. Und jetzt hat er hier einen Beobachter hingeschickt, und hier ist Special Tactics Nummer 5, die Tees hineinwarpen in die Base direkt von Disruption. Wir haben mittlerweile 5 dunkle Templer, die sich doch langsam auf den Weg machen könnten, um zu sehen, was sie denn hier so anrichten könnten, aber es wäre nicht Big Bad Blaze, wenn es nicht eine Epic Super Special Taktik wäre. Und er warpt hier munter weiter hinein. 1, 2, 3, wir haben 7 Dark Templer mittlerweile, und diese Drohne, ich glaube, die sieht es. Wir schauen uns das mal an. Nein, noch weiß es nicht. Aber hier ist ein Beobachter von Disruption, und da sieht er es. Jetzt sieht er, was in seiner Base los ist. Während Big Bad Blaze sich denkt, alles klar, wir haben mittlerweile eine Dark Templar Partei hier am Start. 11 Stück mittlerweile. Und hier haben wir den Spot von Disruption. Er hat alles gesehen. Oh nein, das ist eine Tragödie. Eine absolute Schade. Nein, ich glaube es nicht. Alles geht dem Bach runter für Big Bad Blaze. Das waren gerade, liebe Leute, das waren gerade 11 dunkle Templer, die nicht ein Hitpoint hatten. Okay, doch, ich glaube, die haben insgesamt ein Kolossi auseinandergenommen. Aber das war ja so ein Slaughterfest. You're absolutely a waste of space in this game, schreibt Big Bad Blaze, der jetzt deutlich angepisst ist.
Also das war ja wirklich mal eine super Special Epic Tactic, so. Also die Idee war ja nicht schlecht, hier einen Pylon, hier einen Beobachter für High Ground View und dann die Dark Templar, was auch sonst. Aber die haben wirklich nichts an Gebäuden angegriffen, whatsoever. Stattdessen waren das eben mal, ja, ihr könnt es euch selber mal ausrechnen, 11 dunkle Templar an Resources verschwendet. Und mittlerweile hat Disruption hier wirklich das Zepter, der kann das Zepter nicht mehr aus der Hand geben. Die Units sagen 172 zu 104. Wir werden sehen, was Big Bad Blaze als nächstes hier vorhat. Und wir sehen hier in der Development-Schleife ein War Prisma. Also wir sehen wahrscheinlich ein War Prism Harass. Mal sehen, ob sich das auszahlen wird. Ich bin mal gespannt, wo das landen wird, das War Prisma. Sagt man das War Prisma? Ja, ich schätze mal schon. Denn hier die dritte Base, die wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wenn hier nicht die ganzen Cannons wären. Denn Disruption denkt sich, was du kannst, kann ich schon lange. Photocannons Deluxe, was das Zeug hier. Diese Natural hier ist ziemlich undefended oder auch gar nicht defended. Also hier könnte War Prism tatsächlich ein bisschen Harassment anrichten. Aber okay, wir lassen uns überraschen. Wir gucken mal, was hier los ist weiterhin. Disruption mittlerweile nochmal mit einem Kolossi. Seine Armee wirklich terrifying. Dieser Protoss Deathball, von dem ja alle sprechen, das ist ungefähr die Definition davon. Wir haben hier wirklich jede Unit Composition, die man eigentlich sich als Protoss nur wünschen kann. Wir gucken, was die Upgrades angeht, was sie sagen. 101 ist ein bisschen mager. Wenn wir uns mal kurz angucken, 30 Minuten in the game, Standard 101 Upgrade, obviously. Was haben wir auf der Seite von Big Bad Blaze? 002, ja okay, immerhin richten die Units ein bisschen Schaden an. Während wir hier jetzt mittlerweile das War Prism Harass haben, da haben wir es. Das ist hier gelandet, wo früher mal die War Prism standen, aber hier ist mal absolut nichts, was hier passieren kann. Alles klar, hier war auch nichts mehr Besonderes. Ich höre hier irgendwo, dass gekämpft wird. Da sind drei Dark Templar in der Base, aber hier sind einiges an Kents, die das aufhalten können. Ich glaube, dass dieser Angriff wird nicht sehr vorteilhaft ausgehen für Big Bad Blaze. Hier sind nochmal drei neue Dark Templar, aber auch die gehen den Bach runter. Und anstatt sich auf den einen Pylon zu konzentrieren, nehmen die sich zu Herzen, doch alle Photocamps auszuschalten. Ja, War Prism Harass als neue Special Tactics anscheinend auch nicht mehr so genial, wie Big Bad Blaze sich das vorgestellt hat. Und, ach ja, was kurios an der ganzen Sache ist, wir haben mittlerweile, guckt auf die Units, wir haben 9 Kolossi für Disruption. Und das Interessante ist, während er sich jetzt hier auf den Weg macht, um den Finishing Deathblow zu setzen, 9 Kolossi und hier die verbesserte Thermolanze. Wer braucht die verbesserte Thermolanze, wenn man die Skills hat, ist meine Meinung. Also die ist anscheinend noch nicht erforscht, das muss Disruption irgendwie entgangen sein. Aber hier haben wir mittlerweile einen Angriff, 194, Disruption war maxed out, klar, dass er jetzt langsam mal angreifen muss. Zu 120, die Dark Arcans sind hier schlecht positioniert, können nicht wirklich angreifen und einer nach dem anderen geht hier stiften für Big Bad Blaze und oh, das ist mal wieder keine gute Sicht, wenn man Big Bad Blaze heißt. Hier geht alles stiften. Beobachter Deluxe für alle möglichen DT Harasses, die noch kommen können. Ein Schützenfest für die Kolossi, während wir hier nochmal ein Warp in haben. Das ist ungefähr alles, was Big Bad Blaze noch bleibt. Er versucht sich hier auf die Photocans zu stürzen. Ich weiß nicht, was das noch alles bringen kann. Wir gucken die Units nochmal an. 6 dunkle Templar noch irgendwo auf dem Weg. Hier haben wir nochmal einen versuchten Warp-In, aber wahrscheinlich muss er warten, bis hier die Warp-Gates den Cooldown hinter sich haben. 2 mittlerweile nicht mehr gepowert, während Disruption sich hier auf ein Base-Race macht, dass er jeden Tag gewinnen wird. Aber die Dark Templar, die geben nicht auf, die versuchen hier nochmal alles. Die nehmen hier Probe after Probe auseinander. Mal sehen, was das für ihn bringen wird. Und mittlerweile, hier wird nicht mehr gemeint, da auch nicht mehr. Hier ein paar Lonely Drones. Hier die vierte Base ist ziemlich gut saturated, also ein bisschen Income haben wir noch. Während die Main Base von Big Bad Blaze mittlerweile Geschichte ist, die war mal. Und 136 zu 46, das kann wirklich nicht mehr gut gehen für Big Bad Blaze. Wir haben hier das War Prism, das hat einiges an Arbeit geleistet, aber das wird ihm hier auch nichts mehr bringen. Dem guten alten Cheeser, dieser Nexus hier wird fallen, aber was soll das noch alles bringen? Wir haben hier einen Beobachter und kurios mal wieder ist
Big Bad Place hat sich entschieden, okay, ich greife meinen letzten Strohhalm um, baue nochmal einen Nexus und ich denke mir, oh, das ist natürlich mal wieder ein recht kreativer Spot, um den Nexus zu bauen. Fragt mich nicht, warum er den nicht hier gebaut hat. Wahrscheinlich versucht er Disruption noch ein bisschen von seinem Game irgendwie runterzubringen, indem er das eine nach dem anderen versucht an Special Tactics und baut seinen Nexus deswegen hier in der Ecke. Vielleicht versucht er ihn auch zu heilen, aber das Mining wird dadurch natürlich umso schwerfälliger fallen. Während dieser gute alte Deathball der Protoss sich hier auf den Weg macht. Hier haben wir die dritte Base, die wird gespottet. Und die Kolossi denken sich wahrscheinlich auch, ein Nexus, null offensive Einheiten, das lohnt sich für mich gar nicht. Ich greife lieber hier an, wo Big Bad Blaze nochmal versucht, ein paar Warp-Knoten hineinzuwarpen. Ich glaube, er kriegt noch niemals mehr den Cancel hin auf diese ganzen Warp-Knoten. Er hat auch nur noch 500 an Minerals. Wo ist seine Base? Hier, die ist mittlerweile ab und fast running, fast diese eine Drohne auf Streikkurs, die denkt sich, das Spiel ist eh verloren, ich krieg hier, werd sowieso unterbezahlt, ich habe überhaupt keine Lust mehr hier irgendwas zu mineralen. Hier haben wir nochmal das Warp Prism von Big Bad Blaze, hat ja ganz gute Arbeit geleistet, aber mittlerweile war es das wirklich an dieser Stelle. 19 Einheiten für Big Bad Blaze, während er seine Units nochmal aufsplittet. Er ist jetzt mittlerweile, Disruption ist mittlerweile ein bisschen Supply blockt. Ein paar Pylonen wurden hier auseinandergenommen, aber das wurde hier, dem wurde auch ein schnelles Ende gesetzt. Und die Kolossi sind auf Kollisionskurs. Guckt euch an, da ist der letzte Nexus von Big Bad Blaze. Wenn dieser Nexus fällt, ich glaube, das ist das letzte Gebäude, was er hat, ist dieses Epic-Spiel denn endlich vorbei. 17 Special Tactics von Big Bad Blaze hat alles nichts genutzt. Disruption wird hier victorious sein. Spiel ist noch nicht vorbei. Hier ist noch ein Pylon von Big Bad Blaze. Auch der ist kaputt. Hier sehe ich noch, da ist noch einer und da ist noch einer. Und hier wird noch versucht, auf Teufel komm raus, einen Nexus zu bauen. Aber Leute, was bitte war das für ein Epic-Spiel? Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Spiel fandet. Selbst wenn ihr nicht überzeugt wart von meinem Casting. Es gibt ja immer irgendwelche Leute, die negatives Feedback raushauen. Das höre ich mir auch immer gerne an. Aber ganz ehrlich, Leute, für das Spiel alleine, das hat anscheinend meiner Meinung nach wirklich einen Daumen hoch verdient. Während wir hier den Finishing Move sehen. Mortal Kombat Style von Disruption. Also Jungs und Mädels, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, von diesem Spiel gehalten habt, so gesagt. Und das Spiel ist jetzt hiermit auch beendet. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Cheesefest Episode 5. Ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Denn Cheesefest Nummer 5 wird auch nochmal recht interessant werden auf Englisch. Und ja, wir werden sehen, wie das dann läuft. In der Zeit, vergesst nicht mehr, bitte noch eure Top 3, Flop 3 Plays zu schicken. Und okay, das war's an dieser Stelle von mir. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Episode wieder. Macht's gut, ich bin raus. Tschö, tschö.